Brunnenkresse findet man in langsam fließenden, sauberen Gewässern wie Bächen, Flüssen, Gräben und an Quellen. Das frische Kraut enthält unter anderem viel Vitamin C und man sollte es insbesondere im Frühjahr pflücken und frisch verarbeiten. Brunnenkresse wird bei Frühjahrskuren verwendet, verbessert den Stoffwechsel, ist blutreinigend und fördert die Magensaft- und Galleproduktion. Das Kraut der Brunnenkresse wird gerne mit anderen Wildkräutern in Salaten gemischt, so mit Löwenzahn und auch mit Brennnesselblättern. Im Handel wird auch Presssaft der Brunnenkresse angeboten. In der Volksmedizin nutzte man die Brunnenkresse bei Stoffwechselstörungen, Schwächezuständen, Hautkrankheiten, Husten, aber auch bei Leberleiden, Magen- und Darmbeschwerden sowie bei Nierenerkrankungen. Es ist aber darauf zu achten, dass man nicht zu viel Brunnenkresse zu sich nimmt, da es sonst zu leichten Reizungen der Magenschleimhaut und auch der Nieren kommen kann. Daher sollte man die Brunnenkresse auch nicht während der Schwangerschaft verwenden.